herzlich willkommen bei Let's Play Daisy Standalone. Bei mir ist der Dalu. Hallo. So. Wir sind immer noch in der, was ist das überhaupt? Ein Bürogebäude, ne? Das ist ein Bürogebäude wieder, ja. Haben wir uns gerade voll gestopft mit Gedöns. Kann das sein, dass hier gerade Loot gespawnt ist? Bin ich blöd? Okay, die was Frage, bin ich blöd, sollen wir mal lieber nicht machen. Oben ist eine Mütze. Ah, nee, ist was. Die war schon da. Hier sind aber kurze Shorts. Oh, die sind neu. Das sind so wirkliche Sommershorts. Canvas Cargo, Cargo Short, Violett, na toll. Ich glaube, die haben die ganzen Klamotten nur für Frauen hingefügt. Oh, oh, oh. Hier in dem Treppenhaus gibt es übrigens einen Loot, den man nicht looten kann. Verrottet. Oh yeah. Guckst du dann nach hinten erstmal? Ja, ja. Gucken wir mal draußen noch nach. Also ich laufe jetzt gerade durch die Gänge. Es sind erstmal alle Türen zu. Ob das jetzt ein gutes Zeichen ist, kann ich dir nicht sagen. Weil ich glaube, ein paar sind standardmäßig offen. Oder nee, hier oben geht, glaube ich, gar keins auf. Ja, nee, hier oben gehen keine auf. Hier oben liegt doch Loot bloß aus. Doch, hier ist eine. Hier ist eine, hier ist eine. Oder? Nee, ich kann von hier oben irgendeine die andere Tür öffnen. Ja, du kannst von oben die unten öffnen. Das ist sinnlos, ob es funktioniert. Soweit bist du, hast du Bescheid. Dann. Ja, ich bin auf dem Rückweg gerade. Bin genau hinter dir. Dann gehen wir nochmal eins weiter hoch. Dann guckst du nach hinten, nicht nach vorne. Das müssen wir uns abwechseln. Ja. Da oben ist nichts. Dann können wir gleich wieder runtergehen. Was ist denn los? Da ist eh alles zu. Einfach ein bisschen auf. Hier haben wir eine hier, Knochensäge. Eine Hacksaw. Lol, die ist neu. Also mal, kann man sich da das Bein amputieren oder sowas? Oder was hast du hier für Möglichkeiten dann? Ja, ich muss. Hast du noch Platz? Ansonsten musst du sie mitnehmen. Mal. Nimm du die Hexer mit. Ich pass mal auf, hier ist glaube ich ein Zombie unter der Treppe und du weißt, wie verbuggt das ist. Ja, die nimmt zwei Plätze weg, schon mal so. Shotgun-Mumpe. Warte mal, bleib mal stehen, ich mach den Zombie mal weg. Ich beweg mich nicht. Ich rette dich. Oder auch nicht. Oh Gott, soll ich dich retten? Nein, lass mich das machen. Ja, ich hab's hingekriegt. Guck dir das an. Kannst du noch looten? Wieso sagt er schon wieder Alfie Hungry? Der Zombie hat doch eh nichts. Ja, hab ich aber auch. Bin auch hungrig. Unten haben wir noch nicht. Ach, unten sind wir noch nicht durch, richtig. I have to go rückwärts. Force off. Alles, was da hinten ist. Jetzt muss ich gleich seitlich. Oh, Moment. War da jemand draußen? Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Okay. Ich gehe in den nächsten Gang hier rein und dann in den ersten Raum. Beziehungsweise in dem ersten Raum, der schon offen ist. Tür ist auch auf. Nur Schuhe und eine verrottete Orange. Und ein Hoodie. Hinterausgang. Da geht's direkt in die Schulgebäude rein. Okay. Noch eine M4 wäre was Feines. Ja, aber du brauchst so Munition dazu, das ist das Problem. Vielleicht habe ich die. Gehst du gleich hoch? Ja. Weil dann komme ich nämlich hinterher, weil die meisten Leute kommen nämlich auch hier in die Schulen rein und locken sich auch hier ein und aus. Ich gehe direkt erstmal nach ganz rechts durch, aber im zweiten Raum, also im hintersten Raum ist, hier ist was, Handschellen. Hab nämlich mal mit, ich glaube, ich habe Schlüssel. Oder nein, verbackte Schuhe. Also sieht aus wie Handschellen, aber es sind die Schuhe, die durch und ich das Regal... mach dir jetzt Konkurrenz, mein Freund. Was hast du? Ein Orange Raincoat. Dafür hab ich Green Spray. Und jetzt ich spray jetzt meine Mosse in oben. Nee, hier, ich kann die orange Jacke nicht anziehen, um Gottes Willen, ey. Da bin ich ja mehr als auffällig. Hab ich jetzt gerade ein paar Sachen verbuggt? Glaub schon. Ich hab auch was verbuggt. Scheiße! Was hast du verbuggt? Meine Waffe. Nein! Du willst mich verarschen, oder? So, also Leute, bemalt eure Waffe nicht. You have painted the moss in green. Und jetzt ist sie weg. Warte doch einfach mal, vielleicht taucht sie noch auf. Ich warte doch. Ich habe einen Revolver in der Hand zur Not. Ich passe mal auf dem Eingang auf, aber ich geh mal, stell mich mal so hin, dass ich schießen kann und ich dich erschieße. Und das ist hier unten. Guck mal, ich sehe die. Guck mal zum Fenster raus. Die Leute? Du wirst es nicht glauben. Schau zum Fenster raus. Die hängt draußen. Die hängt in der Luft. Leck die Katze am Arsch. Meine Waffe! Tada! Habe ich getan. Zaubertrick. Oder? Super! Der Zaubertrick ist so gut. Vielleicht, wenn du Glück hast, kommst du von unten ran.
Warte mal, wir gehen mal raus. Weil bevor ja, sich warte, jemand warte, die Waffe warte, holt. Wieso? Das ist doch gute Ablenkung. Ich brauche ein Waffe. Ich brauche ein Slot. Ich lege jetzt hier was auf den Boden. Ist mir jetzt egal. So. Und jetzt will ich meine Waffe haben. Warte mal, das muss ich fotografieren. Nicht so schnell. Ja, ich komme bestimmt eh nicht dran. Ich bin jetzt unten. Da fliegt sie. Meine Waffe. Ich hab dich, komm dran. Nein. Oh Gott sei Dank. Ja, hast du einen Screenshot? Warte, ich warte, warte. Warte, warte, Nancy, du brauchst wieder 3 Stunden. Was da los? Weil ich. Flying Mossin. Das wird die neue. Ja, die Folge wird heißen Flying Mossin. Kannst du es denn nehmen? Hab. Meine Fresse. Ich dachte cool. Schon, wo ist sie hin? So, sie ist ah, das weg. Ist ein Kamo-Muster. Die ist jetzt grün. Ja. Na toll. Ganz ja, toll. Ist doch cool. Mm, ja, total. Hm? Geil. Kamo. Wir müssen doch nach oben. Kamo-Muster ja. Sieht aber besser aus. Wo bist du denn jetzt hin? Noch mal ins Gebäude rein. Wir haben da oben noch gar nicht gecheckt. Oh oh, da ist ein Zombie. Okay, Nancy hat eine gepoolt. Das Nancy hat den Zombie gepoolt. Komm her, mein Freund. Sagt man das bei euch so? Was denn? Du kommst doch ein bisschen weiter aus dem Sachsen, ne? Ja, was ist da los? Sagt ihr gepoolt? Gepollt. Was soll ich denn sonst sagen? Gepullt. Echt? Ja. Schlägst oder schießt du? Ich glaube, ich blute. Ich habe gerade geschlagen und ich habe mich direkt mal... Wir haben eine Waffe. Was? M4. Lass mich erstmal mich... Der verbindet sich nicht. Scheiße, was ist denn los? Leute! Gibt er dir die Möglichkeit gar nicht? Der verbindet sich einfach nicht. Der macht keinen Use-Gedöns. Jetzt macht das. Oh. Das ist so nervig, ey. Du blutest und blutest. Und dann braucht er 3 Stunden. Wie machen wir das mit der Waffe? Ich weiß nicht, welches Magazin da reinkommt. C-Mac. Ich weiß nicht, kann ich das hier splitten, das erinnern? Nee, kann ich nicht. Ja, dafür brauche ich ja auch, ich brauche ja ein Magazin, um das in die Waffe reintun zu können. Eben. Dann denke ich, behalte ich einfach die Mossen. Aber gucken, ob du hier vielleicht die M4, die hat nämlich 3 Aufsätze, ob die besser ist als deins. Ganz oben in dem Raum. Inwieweit 3 Aufsätze? Die hat 3 Waffenaufsätze. Ich hab einen Suspensor vorne dran, oder wie auch immer das hieß. Suppressor, ja, das hat... nee, Mensch, Suppressor, erzähl keinen Scheiß. Und ich hab ein Red Dot Visier und die ist pristine. Also ich bin jetzt ganz unten drin, ich muss jetzt mal was ganz, essen. Ist auf jeden Fall keine schlechte Waffe, aber wird nicht besser sein als deine. Nee, das glaube ich auch nicht. Weil damit ich mein Blut wieder aufnehme. Aber, keine Ahnung, die liegt halt in dem Raum jetzt mit einer Pistole. Hier liegen jetzt einfach 2 Waffen in dem Raum. Du willst nichts da lassen. Du kannst aber nicht anders. Ich will nichts anderen geben. Also, warte mal, du Pistole? Ernsthaft? Die Pistole habe ich hingelegt, ja. Du meinst jetzt nicht, die ich dir gegeben hat, oder? Nee, FNX. Okay, dann nehme ich die. Ich habe nämlich schon ein Magazin dafür. Dann gib mir Revolver-Munition noch. Ja, mach ich. Ich esse jetzt mal schnell den Reis, der hier unten stand. Damit mein Blut wieder sich auffüllt nachher. Es wird mir nicht mal was abgegeben. Nein, warum sollte ich? Na los! Ja, verstehe schon, ne? Ich habe noch genug davon, falls du was brauchst. Ich esse gerade mein letztes Essen. Noch essen. Wenn du was brauchst, kriegst du es. Ja, jetzt auf einmal. Ne? Nee, genau. Nein, ist ach komm, gut. Lass mich doch in Ruhe. Was soll das? Jetzt komm hoch und hol die Waffe. Ja, warte doch. I'm ready. I'm ready pretty soon, oder? Tut es, dass sich da bewegt? Ich laufe gerade, ja, und jetzt sitze ich wieder. Ganz oben? Ja. Jetzt laufe ich wieder. Da kommt jemand mit dem Helm hoch. Hast du einen Helm das und bin ich, Hose? Ja. Fuck, kommt jemand mit dem Helm hoch, kriegt ja kleinen Nervenzusammenbruch hier. Was ist da los? Ich bin so fett für die Tür. Wo ist jetzt die Waffe? Die Waffe liegt auf dem Boden direkt und die M4 auf dem Regal. Wieso sehe ich die Waffe nicht? Ach da, oh nein, sieb. Nimm eine Brille oder so, wenn du es nicht siehst. Rede gerne mit mir und das in der dritten Person. So. So lädt der das nicht? Brauchst du ein Magazin für die Waffe? Kann das sein? Magazin, warte mal. Bist du das? Nein, doch, das bin ich. Gott, hör auf damit. Jetzt. Nee, jetzt so nicht. Vielleicht ist da schon ein Magazin drin. Ja, das denkt man immer. Nee, ist nicht, aber der 45er, ich hab da eigentlich ein Magazin dabei. Jetzt. Ich hab... der macht ja ein Reload-Zeichen. Jetzt ist es wieder weg. Kurios. Hat eben war ein Reload-Zeichen da. Also, kannst du es jetzt?
Nimm ich's nochmal. Ah, jetzt. Ich hab's. Ich kann dir noch ein ganzes Magazin für die Waffe geben. Ein ganzes? Hier. Cool. Ja. Ich leg dir jetzt mal noch ein bisschen Muni hin. Ich hab dir jetzt auch was hingelegt. Ein ganzes Magazin. Das sind 10 Rounds da. Ja, hier wird auch gleich Munition von mir spawnen. Okay, dann nehme ich jetzt erstmal die M4 wieder in die Hand. Falls wir hier Besuch bekommen. Bleib jetzt mal hier stehen, das sehe ich, wenn mein spawnt. Das Rucksack ist totally kaputt. Wie sieht meine eigentlich aus? Badly damaged, ist meine auch. Warum eigentlich? Und ich bin wieder hungrig, so. Ich glaube, das fällt durch. Ja. Wo bleibt die Muni? Keine Ahnung, ich bin durstig. Da liegt schon mal, mein Magazin liegt auf dem Gang. Und deine Munition auch. Okay. Wir brauchen einen Brunnen, definitiv. Ich werde mit diesen Sprite-Dosen nicht durch. Ein Durchlöschen, löschen, löschen, löschen. Gepollt. Wir haben die gepollt. Ist das Wasser leer? Ich glaube, das Wasser ist leer, oder? Eine Wasserflasche? Left. Ja. Eine sehe ich gerade. Haben wir ja noch ich was. Ich habe meine weggeworfen. Was? Der ist leer. Aber die kannst du doch auch füllen, was mit dir. Ja, aber brauche ich nicht. Ich hole neue. Die war badly damaged. Hallo, die lag schon im Dreck. Hast du das Magazin? Angst, ja, habe ich. Hast du Angst, dass du krank wirst, oder was? Ja. Kaputte Flaschen, es geht gar nicht. Na, hier ist auch nichts mehr drin. Haben wir alles. Du bist so fett. Wieso ich? Du kamst doch oben nicht in den Raum. Nein. Einer ist immer fett. So. Was machen wir in der Stadt hier noch? Weil mehr finde ich in der Stadt nicht. Ich renne immer nur in die beiden Gebäude. Nee, da ist ja irgendwo ist noch ein Military-Gebäude. Da geht es zum Beispiel auch so hoch wie hier bei der Treppe. Das ist aber nicht hier. Das ist ein Stückchen weiter weg. Entweder in der Stadt oder in der danach. Wir werden es finden. I promise you. Magst du noch, wollen wir noch mal in den Supermarkt da vorne gehen? Laufe ich in die richtige Richtung? Ja, geradeaus. Hier. Auf dem Weg lang. Ich bin hinter dir. Jetzt rennst du im Kreis. Wo bist du lang? Dann erstmal sagst du geradeaus und dann sagst du hier lang. So, und ich war geradeaus am Laufen. Dann dachte ich, nach dem hier lang laufe ich falsch. Na los. Ah ja. So, das liegt nicht an mir. Wenn das eine richtige Stadt wäre, also wirklich so ein Hotspot in dem Spiel, dann wäre die richtig mies, weil du halt hier in jedes Fenster rein kannst. Es ist an ganz sich relativ mies, weil du dich überall reinstellen kannst und kannst die Leute abs wegsnipern, theoretisch. Finde ich. Gehst du in den hier drüben, ich gehe hier rein. Es gibt zwei Supermärkte? Ach, ja, krass. Wie oft warst du hier? In der Alpha-Stadt? Nö. Nur die beiden Gebäude am Rand und dann wieder weiter. Weil hier ist ja sonst nichts. Das zum Beispiel schon mal ein Stein. Ich habe schon gedacht, ich habe was zu essen, aber naja. Ein Stein. Ich habe ein Messer gefunden. Ich kann mich da so selbst. Oh, eine Banane, eine pristine Banane. Was ist da los? Ich habe, siehste, so, ich habe meine Wasserflasche ja weggeworfen und siehe da, eine neue Wasserflasche. Ach, mehr Glück als Verstand. Genau so macht man das, wenn man sich auskennt in dem Spiel. So. Shotgun-Muni, also Pellets. Pellets brauchen wir jetzt gerade nicht. Oh, Munition. Für den Revolver. Den anderen Revolver, glaube ich. Hm? Der Supermarkt verkauft Munition. Was war bei dir? Ich habe bloß ein bisschen was zu trinken gefunden. Bartosen, Coca-Cola und... Rasputin-Gedöns-Gedings. So, treffen wir uns hinten genau da. Ich bin auf diesem Schrottparkplatz ungefähr. Ja, da bin ich auch. Was ist da los? Hallo. Hi. So, wo geht's jetzt hin? Ich schätze mal, der Fahrer, der hat irgendwie ein leichtes Problem. Wir gehen jetzt zu der Stadt hier drüben. Die ist neben Tscherno. Das ist direkt die an Tscherno dran. Guck, hier hinten ist ein Supermarkt, siehst du? Das ist das, was viele Leute nämlich nicht wissen. Erstens sind viele Supermärkte da. Zweitens sind da diese Garagen in den Städten. Und die Garagen haben viel Military-Loot. Das sind auch nicht viele. Kannst du dich zum Beispiel komplett ausrüsten. Brauchst nur mal in die Stadt hier hoch und schon schwuppdiwupp. Ja, das will ich jetzt sehen. Bin gespannt, ob dies der Wahrheit entspricht. Genau. Ja, ja. Was kann jetzt wieder sein? Ich dachte, die kennen ja nicht viel. Dass da Leute schon waren, weil...
Dörfer ist ja relativ voll. Also voll ist er ja, aber gesehen habe ich hier noch niemanden. Kurios, ne? Wir sind direkt über Cerno, von daher. Ja, aber in die Alpha-Städte rennt, wie gesagt, mal, keiner. Siehst du, das ist so wie die Sonne durch die beiden Häuser durch. Ja, Screenshot. Dieser Laserstrahl. Wow. Ja. Beam, Lasercraft. Laser. Das sieht echt cool aus. Lasercraft. Schon cool. Nancy bleibt natürlich schon wieder direkt mitten stehen. Screenshot im Laufen machen, Multitasking. Ja, aber da werden die verschwommen. Oh, uns verfolgt jemand. Guck mal, wie geil und wie langsam er ist. Jetzt hat er aufgegeben. Oh, ist doch nicht süß. Ich wollte schon immer so ein Zombie als Haus hier haben. Ich würde ja gerne mal schießen, um überhaupt auf was zu schießen. Langsam werde ich ungeduldig. Nein, Quatsch. Mal schießen, um überhaupt was. Wir machen überhaupt nicht viel Aufmerksamkeit, wenn wir jetzt auf den Zombie schießen. Ja, dann kommt. Hier liegt noch eine Axt drin übrigens, wenn du eine willst. Nö. Du solltest deine Axt mal wechseln, weil die Axt ist besser als die du gerade hast. Ich weiß ja nicht, ob die besser ist. Ich fand meine schön. Hier ist zum Beispiel, hier sind so Rounds für deine... Ja, und hier ist eine Spraydose, wenn du deine Waffe auch mal anmalen willst, um sie zu verstecken. Ja. Der Zombie kommt wieder. Jetzt hätten wir ihn mal umgebracht. Da ist er jetzt. Zwei Stück. Kommen sie hier angerusht. Okay, du schießt auf den rechten, linken und ich auf den rechten. Auf die Dame? Achso. Ja, ich mach mal. Ey, warte mal kurz, bevor... Auf wen schießt du? Den auf Kerl. Die Dame. Du machst den Kerl. Du machst den Kerl. Ich hab den Kerl. Nein, du wolltest nicht den Kerl. So, mit überhaupt nicht viel Aufmerksamkeit. Ich habe genau bestimmt, wir sind die einzigen Bekloppten, die hier oben direkt anfangen zu ballern. Guck mal, hier ist Reis. Reisbaby. Es gibt Reis. Schüttel dein Haar für mich. Lecker, lecker Reis. Oh, guck mal, lecker Milchpulver. Ich wollte schon immer mal Milchpulver essen. Das so lecker ist. Okay. Got it. Irgendwas muss ich jetzt wegschmeißen, sonst wird es langsam zu viel des Guten. Ich habe dreimal verschiedene Munition. Was ist diese 45er ACP-Munition? Die ist doch für einen Revolver. Die 45er ACP? Ja, eigentlich schon. Ja, und die Munition, die ich habe, die 357er, sind doch auch für den Revolver, oder nicht? Kostet mich zu viel. Und dann habe ich auch noch einen 357er Speedloader. 45er ACP, die ist für meine Waffe, für meinen Revolver, also für meinen, wisst schon, nicht Revolver, sondern. Ja, ich leg die hin. Oh, was da Schönes. Liegt. Hier ist also nochmal Munition. Jetzt. Welche? 357er Rounds liegen hier im Regal. Das könnten meine sein. Ja, dann. Das sind sie auch. Verdammt, und hier liegen nochmal welche. Also du kannst schon alleine mit dem scheiß Ding in den Krieg anfangen. Ach nee, ja, das sind die ACP, die nehme ich. Zack. Hier liegen zwei Holzstöcke, jetzt haben wir's. Ja, die Holzstöcke nimmst du mit, falls jemand sich ich das Bein Platz. Kriegt. Hab ich keinen Platz. Ich hab Morphin. Was machen? Was? Ich hab keinen Platz. Ja, aber warum soll ich Stöcke mitnehmen? Soll ich damit? Falls sich einer das Bein bricht. Ich hab Morphin. Doch Morphin. Ja, ja, wir kriegen das schon hin. So, wo bist du? Hier, ich hab sogar ein Salin weg. Ich hab was getrunken. Siehst du doch. Was ist da los? So, kann weitergehen. Warte, nein. Ich hab Durst. Ach so. Wir müssen sowieso gerade aufhören, stelle ich gerade fest. Ach, schon wieder? Ja, was ist da los? Man kann nicht mal Durchgänge spielen hier in dem Saftladen, ja. Aber dann kann ich wenigstens noch den Reis essen und ein bisschen Wasser trinken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Schaltet wieder ein, bis dahin und tschüss. Bis dann, tschüss.